Guten Tag, meine Damen und Herren. Das erste Mal in Annaberg. Gefällt mir sehr gut hier. Und es geht ein bisschen was um anderes, um Kommunikation. Wie vermitteln Journalisten letztendlich ein bisschen das, was wir unter Wetter und Klima verstehen. Anfang April traf ich mich mit einigen Mitgliedern meines Rotary Clubs zusammen. Wir beschäftigen uns zurzeit mit dem Buch 10 Milliarden von Stephen Emmett. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Und dabei kamen wir natürlich auch mal auf diesen Klimawandel zu sprechen. Und plötzlich stand ein Mitglied auf, wedelte mit einem Zeitungsausschnitt und sagte, ja, wie ist denn das jetzt mit dem Klimawandel? Da gibt es ja wohl erhebliche Zweifel. Vor ein paar Tagen hat die FAZ, das war Ende März, berichtet, dass ein Mitglied des Klimarates, ein Ökonom aus den Niederlanden, die Beratung über den Schlussbericht des dritten Sachstandsberichtes oder die Beratung dann tatsächlich darüber verlassen hat. Er wollte sich einfach dem Druck nicht beugen, hier jetzt unbedingt die Aussagen über wirtschaftliche Auswirkungen zu dramatisieren. Ein hervorragender Artikel schilderte er das so, der doch die Unsicherheiten bei den Aussagen aufzeigt. Was soll man davon halten, wenn schon innerhalb dieses Kreises solche Unsicherheiten herrscht? Ja, nachdem ich der einzige Meteorologe da war, eigentlich sollte das jetzt weiterschalten. Moment. Muss ich darauf irgendwie antworten? Ich wusste natürlich schon, was da jetzt letztendlich kommt. Aber wir müssen uns ja immer vor Augen halten, dass das ein Wissenschaftler von 400 war und die FAZ hätte jetzt eigentlich 399 Artikel von den anderen Wissenschaftlern auch veröffentlichen müssen, um ein objektives Bild dieses Beirates, dieser Beratung da tatsächlich herzustellen. Das ist immer, mit dem wir eigentlich sehr zu kämpfen haben. In einer Umfrage unter Journalisten, und das ist ja gut für die ganze Klimadebatte, zumindest für diejenigen, die von dem Klimawandel überzeugt sind, waren 90% von ihnen vom Klimawandel überzeugt. Nur einer von 10 stellt die Schlussfolgerung des UN-Klimarates grundsätzlich in Frage. Aber von diesen 90% wollen 70% der Journalisten die Klimaskeptiker gleichberechtigt zu Wort kommen lassen. Nach Brüggemann, das ist der Initiator dieser Umfrage, gibt es vor allen Dingen in den USA eben die Tradition des ausgewogenen Journalismus. Immer beide Seiten einer Debatte zuzuhören. Das Wichtige ist ja eigentlich, wie nehmen wir Informationen auf? Wie vermittelt man Informationen? Kommunikation zwischen zwei Menschen findet ja letztendlich immer statt. Ich drücke immer falsch. Kommunikation, ob mit oder ohne Worte. Aber es sind ja immer mindestens zwei unterschiedliche Wesen, die versuchen, sich auszutauschen. Ein Mensch, der in der Savanne Afrikas aufgewachsen ist, verknüpft den Begriff großer Baum wahrscheinlich mit dem Bild eines mächtigen Baobabs. Ein Baum, der in seinem Stamm Wasser speichert, dick ist, wenige Äste hat. Ein Kind aus den Bergen Europas, meinetwegen hier aus Annaberg, versteht darunter wahrscheinlich eine stattliche Fichte. Wir haben als Kleinkind gelernt, diesen Vorstellungen und Gefühlen allgemein gebräuchliche Begriffe zuzuordnen. Deshalb glauben wir, irrtümlicherweise, dass jeder, der denselben Begriff wie wir verwendet, auch genau dasselbe darunter versteht. Jeder Mensch bringt aus seiner individuellen Lebensgeschichte seine eigenen Erfahrungen in Form von Vorstellungen, Gefühlen in jede Kommunikation. Aber wir tauschen ja nicht nur reine Informationen aus, sondern ganz andere Dinge interagieren zwischen uns Menschen. Ist mir das Gegenüber sympathisch? Kann ich es gut riechen? Sitzen Sie gut neben Ihrem Nachbarn oder fühlen Sie sich nicht wohl jetzt im Moment? Das ist ein sehr interessantes Kriterium. Sollte ich jetzt genau zuhören, schweifen meine Gedanken ab? Sind sie eher bei meinem Aussehen, bei meinen Haaren, bei meinen Augen? 75% einer Information werden individuell interpretiert. Das heißt auch, jeder von Ihnen versteht die Vorträge auf dieser Konferenz in weiten Teilen völlig anders als Ihr Nachbar.
Und die erstaunliche Erkenntnis kommt eigentlich erst jetzt. Das Ganze können sie überhaupt nicht bewusst steuern, sondern wird allein von ihrem Unterbewusstsein geregelt. Genauso wie sie automatisch Auto fahren und nicht jedes Mal nachdenken, wenn sie den Gang einlegen müssen, wenn sie bremsen, hilft uns bei vielen Vorgängen das Unterbewusstsein. Ich muss da nicht nachdenken. Dieses Unterbewusstsein hat gespeichert, was wir ein Leben lang bisher gelernt haben. Und jetzt kommt noch eine zweite Klippe, die hier umschifft werden muss. Der Einsatz des Bewusstseins, also des aktiven Denkens, kostet weit mehr Energie als der automatische Einsatz des Unterbewusstseins. Und dann kommt, Denken ist sehr, sehr anstrengend. Und nach kurzer Zeit brauchen wir Energie. Energie und Kohlenhydrate, ich hoffe, Sie haben ein bisschen was gegessen. Vielleicht haben Sie auch zu viel gegessen. Ihr Magen ist jetzt eigentlich im Prinzip mit dem Blutkreislauf beschäftigt. Im Kopf ist nicht mehr im Moment viel, wenn Sie zu viel gegessen haben. Deshalb hat der Bäcker wahrscheinlich auch nichts gegessen, damit er klar ist jetzt bei seinem Vortrag und die weiteren Vorträge gut zuhören kann. Aber falls Sie jetzt Appetit haben auf Ihren Müsliriegel oder Ihre Stulle, beißen Sie beherzt hinein, dann merke ich, dass Sie aktiv mit dabei sind und Ihr Gehirn neugierig geworden ist. Wie soll also ein Wissenschaftler, der sich mit dem Klimawandel beschäftigt, einem Politiker oder der Öffentlichkeit gegenübertreten, um sie zu beraten und aufzuklären? Schon die Vermittlung eines Wetterberichts, so das ist natürlich jetzt so mein Thema für den nächsten Tag, kann zu unterschiedlichen Eindrücken des erwarteten Wettergeschehens führen. Und dabei sind schon viele Zuschauer, wenn sie denn mal unser virtuelles Studio sehen, völlig überfordert. Das ist unser Studio, unser Nachrichtenstudio, und da wird auch Wetter produziert. Sie sehen sehr viele Lampen, weil ein virtuelles Studio mit dem grünen Hintergrund muss ausgeleuchtet sein, und zwar möglichst gleichmäßig, weil dieser grüne Ton ja weggenommen wird und elektronisch durch das Bild, was dahinter kommt, was Sie sehen beim Heute-Journal oder der Heute-Sendung oder beim Wetter, dann ausgetauscht wird. Auf dem Podestchen steht also dann Frau Slomka, damit sie etwas größer ist gegenüber den anderen. Und da hinten sehen Sie auf dem Bildschirm unsere Wetterkarte. Und das ist meine Kollegin Frau Hornefer. So stehen wir vor unserer Wetterkarte. Was heißt, stehen wir vor unserer Wetterkarte? Sie sehen dieses Bild. Und das sehe ich natürlich auch in dem Bildschirm und kann mich dann daran orientieren. Ja? So ist es für uns. Das heißt, dieser Bildschirm dient eigentlich nur unserer Orientierung. Den sehen Sie ja nicht, Gott sei Dank nicht. Aber daran orientieren wir uns und geben sozusagen, oder können mit dem Raum umgehen. Ja? Sonst kann man ja mit dem Raum nicht umgehen, weil er leer ist. Da ist ja nichts dahinter. Ja, ist ja nur der Bildschirm, der mir zeigt, wo ich stehe und wie ich zeigen kann. So, wo bin ich? Zurück zur Wetterkarte. Das Problem beim Wetter ist ja eigentlich, es ist zeitlich und örtlich immer unterschiedlich und es verändert sich. Es kommt ja immer die dynamische Entwicklung dazu. Das stellt jetzt so ein Konglomerat der Tag von morgens um 8 bis abends um 7 oder 6 dar. Wetter zieht ja nicht eigentlich von Ort zu Ort, was viele denken, also die Zuschauer zumindest. Darauf könnte man sich auch ganz gut einstellen, dann wäre es einfach zu begreifen. Aber es überfordert ja viele und man hört eigentlich häufig das Wort. Und wenn man das Wort Sonnenschein hört, dann ist man dann vielleicht überzeugt, dass das nicht nur an der Ostsee oder zwischen Ostsee und Erzgebirge der Fall ist, sondern eigentlich auch im Rhein-Main-Gebiet und ist dann morgen irgendwie enttäuscht, wenn das irgendwie nicht so ganz stimmt. Bisher hat der Klimarat ja eigentlich eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Folge war, 2009 machten sich mindestens 70% der Deutschen Sorgen um das zukünftige Klima. Doch im letzten Jahr sank diese Rate auf unter 40%. Was ist da passiert? Ist da was schiefgelaufen? Gab es Erkenntnisse über die Abschwächung der Gefahr? Überreizt das Thema uns derzeit? Na, sicherlich nicht. Ich vermute, wir sind dem Thema inzwischen schon leicht überdrüssig geworden. Die Welt dreht sich ja immer noch und geschehen ist eigentlich relativ wenig. Aber wir sind natürlich, was wir heute Morgen auch gehört haben, betroffen von lokalen Ereignissen, Hochwasser, Hitzewellen, Trockenheit. Es ist ja genau die Schwierigkeit, massive Auswirkungen des Klimawandels sollen erst in 30 bis 60 Jahren sich zeigen. Viele Menschen,
auch ich, sind ja gar nicht in der Lage, eine zukünftige Bedrohung in 50 Jahren als eine heutige Handlungsanweisung zu verstehen. Also machen wir nichts, reden darüber, schieben das Thema beiseite und hoffen, dass die Politik dann schon die richtigen Entscheidungen trifft. Doch die Politiker, die ticken ja eigentlich genauso wie wir, die sind auch nicht schlauer, aber sie können sich natürlich beeindrucken lassen von dem, was der DWD derzeit schon an kleinräumigen Klimamodellen zustande bringt. Und Mike Hume setzt sich in seinem Buch Streitfall Klimawandel mit dem Komplex Wissensvermittlung intensiv auseinander. Eine der Gründe, warum wir über den Klimawandel uneins sind, liegt darin, dass wir mannigfache und widersprüchliche Botschaften über den Klimawandel erhalten und diese unterschiedlich interpretieren. Ich war erstaunt, dass er heute sagte, die Medien könnten unter Umständen eine Visualisierung vielleicht für uns bewerkstelligen. Schon das Erleben einer kühlen Periode im Sommer stellt das Problem Klimawandel für viele in Frage. Kurz darauf erleben wir noch einen milden Winter, ein warmes Frühjahr und dann kann verwirrender die Realität zusammen mit den Zukunftsszenarien des Klimawandels eigentlich gar nicht sein. Wir wollen es einfach haben oder die Bürger, die Öffentlichkeit will es einfach haben. Jedes Jahr ein bisschen wärmer. Darauf können wir uns schon ganz gut einstellen. Ja, was ist die beste Informationsvermittlung? Haben die Medien, seien es Zeitungen, Bild-, Filmportale, das Fernsehen, Mechanismen entwickelt, um die Informationsvermittlung zu optimieren? Visuelle Informationsvermittlung läuft schneller als Lesen. Und wir leben in einer starken visuellen Welt. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Klar, das ist das Klischee. Und das ist natürlich die Stärke des Fernsehens. Zeitungen arbeiten mit verkürzten Schlagzeilen, die verfälschen, aber die uns sofort ins Auge fallen. Und damit muss klar sein, dass es keine objektive Informationsvermittlung gibt. Grundsätzlich müssen wir uns letztendlich damit abfinden. Die reine Information, die können natürlich durchaus sachliche Fakten sein, aber selbst die muss man dann noch im Kontext sehen und sie können subjektiv gefärbt sein. Ich habe jetzt ein paar Beispiele von Nachrichtensendungen bei uns, die Ihnen zeigen, wie teilweise übertrieben werden kann. Guten Abend. Bevor wir zu den politischen Themen des Tages kommen, reden wir übers Wetter. Unsere Ziel ist zwar ungewöhnlich, Dauerwärmung diese Jahreszeit, aber zumindest nicht extrem. Okay, and now we stopped you. Atlantiks hingegen werden gerade Rekorde gebrochen. In Teilen Nordamerikas ist es so eiskalt wie seit mindestens 20 Jahren nicht mehr. Mancherorts wurden gefühlte Temperaturen von bis zu 50 Grad minus vermessen. In Südamerika hingegen eine brüllende... Also hier sind einige Kanäle durcheinander. Und vielleicht warten wir mal, weil da kommen jetzt noch mehr Beispiele. Die sollten klappen. Sie sollten den Ton irgendwie versuchen... des Videos aufzulegen. Also es geht darum... Die eisigen Temperaturen in den USA, sie haben super. Auch Einfluss auf unser Wetter. Eine sogenannte Wellen... Super. Das war ein Heute-Journal. Bevor Anfang wir zu den Januar. Politischen Themen des Tages kommen, reden wir übers Wetter. Unseres hier ist zwar ungewöhnlich mit der Dauerwärmung um diese Jahreszeit, aber zumindest nicht extrem. Auf der anderen Seite des Atlantiks hingegen werden gerade Rekorde gebrochen. In Teilen Nordamerikas ist es so eiskalt wie seit mindestens 20 Jahren nicht mehr. Mancherorts wurden gefühlte Temperaturen von bis zu 50 Grad minus vermeldet. In Südamerika hingegen eine brüllende Hitze. Wer in diesen Tagen also zum Beispiel in Rio de Janeiro ins Flugzeug steigt und am Ende der Reise in Minneapolis, Minnesota wieder aussteigt, erlebt einen Temperaturunterschied von fast 80 Grad. Ja, also gefühlte Temperatur mit tatsächlich gemessener Temperatur verglichen, möglichst das Maximum, ja, das erleben wir immer wieder. Und dann sind das 80 Grad und dann sagt, oh, boah, sagt sich jeder. Das ist natürlich im Sommer, dass jetzt natürlich im Winter auf der Südhalbkugel Sommer ist. Und ja, also damit hat man einen guten Einstieg in die Sendung. Jeder sagt, boah, ey, ja, ist ja Wahnsinn. Kalt, kälter, International Falls, Minnesota. In der US-Kleinstadt wurden minus 40 Grad Celsius gemessen und morgen soll es noch kälter werden, örtlich unter minus 50 Grad.
sagen die Wetterexperten. Und die eisigen Temperaturen in den USA, sie haben auch Einfluss auf unser Wetter. Eine sogenannte wellenförmige Strömung auf der Nordhalbkugel sorgt für Kapriolen in Europa. Was ist eigentlich passiert in diesem Jahr im Winter? Die Kälte ab Oktober hat sich sozusagen im Norden gesammelt, in der Arktis. Minus 20, minus 30, minus 50 Grad. Irgendwann muss sie aber nach Süden und dann strömt sie eben über die USA nach Süden oder über Sibirien zum Teil. Und als Ausgleich muss es wieder Strömungen aus Süden nach Norden geben, dass die Wärme wieder zurückkommt in den Norden. Das passiert eben bei uns in Deutschland, in Mitteleuropa. Was haben wir für einen Winter? Wir haben überhaupt keinen Winter. Aber in den USA geht jetzt richtig Post ab. Schon morgen Abend kommt ein nächster Blizzard mit minus 20, minus 25 Grad nach New York. Das zeigt die eingeschränkte Möglichkeit, etwas zu erklären. Ja? Wie soll man den Zuschauern, was weiß ich, erklären, warum es überhaupt zu diesem Austausch der Luftmassen kommt? Es muss alles sehr kurz passieren. Dennoch ist es vielleicht ein kleiner Versuch, dennoch eine Erklärung zu geben, weshalb es bei uns jetzt so warm ist oder dort so kalt. Ja? Aber es bleibt immer eine Verkürzung der Information. Es geht nicht anders. Wir hatten Ende Oktober den Orkan Christian. Der Orkan Christian ist an den Medien total vorbeigegangen. Er wurde überhaupt nicht gemeldet. Woran lag das? Wir haben gewarnt, beziehungsweise wir haben unsere Redaktion aufmerksam gemacht, aber er passte einfach nicht rein. Außerdem war er ja, wenn die Nachrichtenlage voll ist, dann ist für so ein Thema, solange noch keine Toten gemeldet werden oder kein Weltuntergang, ist kein Platz dafür. Und erst am Abend, der ist ja ganz schnell durchgezogen letztendlich, wurde dann tatsächlich dieses Thema nochmal auf die Agenda gesetzt und in Nachrichtensendungen wenigstens kurz gefasst. Ja, ich war nachmittags bei der Nachrichtensendung und habe gesagt, das ist aber ein ganz schönes Ding, der hat über Holland schon 170 Kilometer in der Stunde. Ja, wir haben da so einen kleinen Bericht irgendwie so gemacht. Ja, das ist immer das Problem. Dann kam Xaver Anfang Dezember. Unvorstellbare Wassermassen überfluten im Jahr 1962 Hamburger Stadtteile. Die Menschen werden im Schlaf überrascht. Für die größte Naturkatastrophe der Nachkriegszeit gab es keine Vorwarnung. Schon Tage zuvor fegte ein heftiger Sturm über Norddeutschland. Aus ihm wurde ein gewaltiger Orkan. Innerhalb weniger Stunden waren tiefer liegende Stadtteile wie Wilhelmsburg völlig überflutet. Der Weg aufs Dach oft die einzige Rettung, viele schafften es nicht. Allein in den ersten beiden Stunden der Flut sterben 200 Menschen. Mehr als 50 Elbdeiche sind gebrochen, mehr als 20% des Stadtgebietes überflutet. Hunderttausende sind vom Wasser eingeschlossen, 315 Menschen sterben. Im Jahr 1999 fegt Lothar über den Schwarzwald. Ganze Bergkuppen werden rasiert und auch in den Rheinauen fallen die Bäume. Züge entgleisen, Menschen müssen ganze Nächte in ihren Fahrzeugen ausharren. Häuser werden zerstört, 13 Menschen sterben. Wie Lothar dürfte der Orkan Kyrill im Jahr 2007 als einen Jahrhundertsturm bezeichnet werden. Orkanböen mit bis zu 200 Stundenkilometer lassen Baugerüste kippen. Matrosen müssen aus Seenot gerettet werden. Bäume knicken um, ganze Wälder sind zerstört, Autos demoliert. Bahn- und Schiffsverkehr kommen zum Erliegen. Flüge sind nur noch unter abenteuerlichsten Bedingungen zu bewältigen. Der Sturm lässt Flugzeuge wirbeln wie Blätter im Wind. Bundesweit kippen Strommasten um. Es dauert bis zu einer Woche, bis die Stromversorgung in einigen Regionen wiederhergestellt ist. Europaweit fallen 47 Menschen dem Sturm zum Opfer. Vielen in Erinnerung ist noch Sturmtief Christian diesen Oktober, auch in Hamburg. Christian erreichte Spitzengeschwindigkeiten von 190 Stundenkilometern. Ähnlich stark könnte nun auch Xaver auf die Nordseeküste treffen. 190 Kilometer pro Stunde, die wurden ja in Deutschland gar nicht gemessen, sondern die wurden irgendwo in Dänemark, Süddänemark gemessen. Also auch da versucht man das Optimale rauszubringen. Die Bilder sprechen für sich, man ist fasziniert. Ich denke, das ist eigentlich das und wir sind gut vorbereitet, was jetzt unter Umständen Xaver tatsächlich bringen kann. Das ist so die Intention, man erzeugt Spannung und das ZDF hat alles aufgefahren. Bei Xaver wurden die Leute nach Dagebühl an die Nordsee gebracht, auf die Hallighoge, es waren in Hamburg Reporter da. Da hat es alles funktioniert, es passte ins Konzept. Das ist immer noch eine wichtige Sache dabei. Land unter auf Hallig. Nee, das lassen wir mal aus. Das ist ja wahnsinnig. Wir kommen aus der Schweiz und sehen hier den Wind.
können uns fast nicht halten. Das ist ja wahnsinnig. Von Schottland aus war Xaver über die Nordsee gekommen. Mit seinen Orkanböen zieht er über den gesamten Norden Deutschlands weiter bis nach. Das war ein schöner Einstieg, ja. Sie müssen alle lachen, das ist auch gut. Aber dann kommt diese Karte, die jetzt von uns stammt, aber die wollten wir in dem Bericht da drin haben. Ob der Zuschauer weiß, dass das tatsächlich die stärksten Böen sind, wage ich zu bezweifeln. Für mich ist es eine Nullinformation, wenn da niemand direkt drauf geht und das erklärt. Aber man kann das natürlich irgendwie machen, um irgendetwas Russland von diesem Sturm auch noch zu haben. Und hinterlässt deutliche Spuren. Diesen Lastwagen auf der B5 in Schleswig-Holstein hält es trotz seines Tonnengewichtes nicht auf der Straße. Ehrlich gesagt, ist ein Schock. Man ist gerade von 35 Grad gekommen und jetzt sowas. Der erste in Oldenburg ging schon schief, da hatten wir 15 Minuten, da war irgendwie ein Baum irgendwo umgefallen. Wir kommen jetzt gerade aus Köln, wollten nach Kiel und der Zug endet in Hamburg. Jetzt müssen wir weiter gucken. Diese O-Töne kommen immer gut an beim Zuschauer, nicht? Also wir hatten ja mehrere Spezials, immer jeden Abend war ein ZDF-Spezial oder die ARD brachte den Brennpunkt. O-Töne, Erlebnisberichte direkt von der Küste, das ist das, was die Zuschauer sehen wollen und die Einschaltquoten gehen dabei einfach in die Höhe. Dann war am Abend Heute-Journal der Versuch. Jetzt kommt allerdings die Meldung aus Hamburg, wonach die Behörde für Inneres und Sport darauf hinweist, dass mit einer sehr, sehr schweren Sturmflut zu rechnen ist, und zwar morgen früh um 6.27 Uhr, Hochwasser mit 5,60 Meter über normal Null. Die Schwierigkeit war, dass ich mit dem Christian Sievers am Pult stand und plötzlich brachte jemand einen Zettel rein und sagte, da kam noch was von der Agentur. Das war ungefähr 2 Minuten vor der Sendung. So, dann ging bei mir, bei 5,60 Meter, ging bei mir die Überlegung los, wie hoch war es denn jetzt in Hamburg? Also man war erstmal damit beschäftigt, wir mussten das irgendwie abfedern, die Meldung musste raus. Wie kann man das jetzt in irgendeiner Form bewerkstelligen? Tiefliegende Gebiete im Hafen sollen unbedingt verlassen werden. Schützen Sie Ihren Besitz vor dem Hochwasser. Die Hamburger Sender werden aufgefordert, diese Meldung ständig zu wiederholen im Programm. Das klingt doch jetzt sehr dramatisch. Steht uns das Schlimmste noch bevor, Gunther? Ja, von der Sturmflut her sicherlich. Wenn man an 62 denkt, dann kann man sagen, es ist fast so hoch wie das Hochwasser 62. Ich glaube, das war etwas über 6 Meter. Was macht diese Sturmflut so gefährlich? Na, es sind 3 Ursachen. Zum einen haben wir ja den Mond. Ja, der Mond, der hat einfach eine Anziehungskraft. Da läuft die Welle sozusagen der Anziehungskraft über das Wasser durch um die Erde herum. Und zum anderen haben wir natürlich jetzt die Konstellation Sonne, Mond und Erde stehen in einer Linie. Und das bedeutet, diese Anziehungskraft wird noch verstärkt und damit eben auch die Flutwelle noch höher. Und gerade in diesem Moment kommt dann natürlich noch der Sturm dazu. Und dann haben wir eben eine noch höhere Tide, also noch eine höhere Sturmflut. Diese 3 Ursachen sind tatsächlich so. Wenn jemand jetzt mal genau zugehört hat und weiß, dass die nächste Sturmflut morgens um 7 ist und ich erzähle, dass da Sonne, Mond und Erde in einer Linie ist, das versteht oder das könnte dazu führen, dass es ein Missverständnis ist. Weil man in diesem Fall eben nicht erklären kann, dass es noch eine zweite Welle gibt, die durch den gemeinsamen Schwerpunkt dieser Gestirne zusammenkommt auf der anderen Seite der Erde. Also man kann immer nur, wie soll ich sagen, Erklärungen, gerade in den Medien, Fernsehen, immer nur sehr verkürzt und einfach darstellen. Es ist immer nur ein Teilaspekt dessen, was wir eigentlich sehen können. Mein Fazit ist, als Zuschauer erliegt man den Bildern und ist vor allen Dingen fasziniert. Man ist der Information ausgeliefert und vielleicht wird man sogar teilweise getäuscht um die Objektivität und man muss auch aktiv gegensteuern, um sich ein objektives Bild tatsächlich von den Ereignissen zu machen, das sehr schwierig ist, wenn man nicht vor Ort ist. Ja? Wir haben einen Filmbericht von Hallig-Hooge gehabt, da waren die Leute ganz gelassen. Ja? Puh, wir haben noch ein paar Sachen eingekauft, vor allem Korn, nicht? Und es kommt ein bisschen Wasser und das ist eigentlich so im Prinzip ganz nett. Wenn man Interviewpartner ist, dann sollte man seinen Journalisten kennen. Welche Absichten verfolgt er? Was soll denn der Bericht aussagen? Sie kennen oder Sie wissen, wenn Sie aus dieser Gegend kamen oder vielleicht wissen Sie, vor 2 Wochen gab es hier ein schweres Gewitter. Dazu wollte Hallo Deutschland, ein Magazin im ZDF, einen kleinen Bericht machen. Und mir wurden 5 Fragen vorgelegt, die ich dann beantwortet habe. Das ist eine Frage. In Mitteldeutschland wird derzeit viel über Trockenheit geklagt.
Und gab es denn wirklich weniger Niederschläge als normalerweise zu dieser Jahreszeit? Wie erklärt sich das? Wahnsinn. Ja? Die nächste war dann, welche Auswirkungen hat das trockene Wetter auf die Umwelt? Die nächste ist nach trockenen Perioden besonders häufig mit derartigen Gewittern oder plötzlichem Starkregen zu rechnen. Welche Gefahren verbinden sich mit derartigen Gewittern und großen Niederschlagsmengen? Und jetzt habe ich es geschafft, hat die Trockenheit denn bald ein Ende? Also wir haben diese ganzen Fragen beantwortet. Und rausgekommen ist dann das. Moment, wo ist die Maus? Da braut sich ganz schön was zusammen über der Gemeinde Raschau-Markersbach. Wer draußen ist, läuft schnell nach Hause. Über den Ort im Erzgebirge bricht ein schweres Unwetter herein. Vor allem der Stadtregen ist verheerend. Es gießt wie aus Eimern. Der völlig ausgetrocknete Boden kann die plötzlichen Wassermassen gar nicht aufnehmen. Ein reißender Strom spült Schlamm und Geröll von den Hängen ins Tal hinunter, mitten in den Ort hinein. Und auf einmal ging das Unwetter los. Es kam wieder von Langenberg rein. Und es kommen Pflastersteine. Wenn es Wasser wäre, wäre es ja okay, aber es ist halt Schlamm. Wir haben es hausneu gemacht und da ärgert man sich nur schon tüchtig. Weil der Schlamm wird dann halt auch fest und sitzt wie Zement. Ja, und wir haben das nur schon das zweite Mal erlebt. Naja, Aufräumarbeiten heißt es wieder. Ja, wenn es mal stark regnet in Form von Gewittern, dann haben wir natürlich nach einer längeren trockenen Periode das Problem, das Wasser läuft oberflächlich ab. Der Boden kann das Wasser nicht sofort aufnehmen. Das bedeutet, kleinere Flüsse können sehr schnell anschwellen und dann wird dieses zu einem reißenden Bach und das reißt natürlich dann alles mit. Bis zum Nachmittag hatten die Einsatzkräfte damit zu tun, die Straße ins benachbarte Langenberg wieder frei zu machen. Der Schaden, der durch das Unwetter entstanden ist, gut. Das heißt, wenn ich Interviewpartner bin, habe ich ja vorher schon gesagt, ich sollte die Absichten des Berichtes kennen, wenn es möglich ist. Ich muss mich gut vorbereiten. Kenne ich die Fragen? Das ist auch sehr angenehm. Ist mein Statement, das ich abgeben will, klar und verständlich und einfach formuliert? Das ist nämlich das Nächste. Und ist es kurz? Lieber 30 Sekunden als 90 Sekunden. Und dann ist die Persönlichkeit, sind Sie der Wichtige. Ich habe Ihnen am Anfang versucht zu zeigen, dass auch Ihr Äußeres und vor allem Ihre Ausstrahlung für den Zuschauer von starker Bedeutung ist. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Nun denn, üben wir uns darzustellen, damit wir unsere Anliegen immer richtig rüberbringen. Ich danke Ihnen. Ganz herzlichen Dank, Herr Thiersch, für diesen Reality-Check, der, glaube ich, nötig ist. Vielleicht gibt es irgendwie die Möglichkeit, das Licht ein bisschen besser zu machen, oder ist das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich? Ich kann relativ schlecht gucken, doch jetzt geht es besser. Gibt es Wortmeldungen oder Fragen an Herrn Thiersch? Bitte, Herr Becker. Haben Sie ein Mikrofon? Ja, sonst können Sie das jetzt. Sie haben das ja sehr schön dargestellt aus der Fernsehsicht. Jetzt kommen wir ja zunehmend in die neuen Medien, also hier Internet, hier ich und YouTube. Wie bewerten Sie denn das? Da habe ich ja eigentlich doch erheblich mehr Zeit. YouTube kann ich auch mal 3-4 Minuten oder so etwas machen. Wird das die Welt völlig verändern aus Ihrer Sicht oder auch im Anbetracht der Tatsache, die jungen Leute überhaupt früh Fernsehen? Naja, es wäre schon eine große Chance. Das Internet ist ja auch eine große Chance. Es ist nur die Frage, was sich da rumtummelt. Ja, und wenn jeder, also wenn ich nur irgendwann anklicke, Klimawandel, meinetwegen Sachsen, und ich habe jetzt da 50 Videos, dann ist es ja die Frage, wer steht dahinter, hinter dem einzelnen Video. Dann sehe ich das als Chance, wenn es tatsächlich möglich ist, dass Fachleute da sind, die auch einen Namen haben. Das wäre natürlich möglich, dass man Leute, die bekannt sind, dort hinsetzt und wir machen für YouTube oder auch für die Internetportale vom ZDF, das machen wir ja auch,
mal ein Interview. Damit, das heißt, mir geht es eigentlich dann darum, ist da wirklich ein Sachverstand dahinter oder ist das einfach nur ein Bericht, der zwar ganz nett anzugucken ist, aber so, er bringt ja nichts weiter. Ja? Also ich finde eine gewisse Qualität, wir müssen eine gewisse Qualität da reinbringen in diese Portale, weil sich sonst das, wie soll ich sagen, es guckt sich jemand an, aber vielleicht nur um Spaß zu haben, um sich an den Bildern zu ergötzen. Aber es ist nicht das, wo die Information eventuell noch zusätzlich, also wir müssen immer aufpassen, wie können wir diese Portale nutzen, um Informationen, um gute Informationen da reinzubringen, die aber dennoch eingeschränkt oder sagen wir verkürzt sein muss. Es schaltet jeder ab. Erklärungen im Fernsehen sind immer ein Abschalter, längere Erklärungen. Das ist das Problem. Das will der Zuschauer will das ja nicht. Er will zwar was wissen, aber es darf nicht zu viel sein, weil er sich eigentlich nicht damit sehr gerne auseinandersetzt, jetzt mit großen Erklärungen. Ja? Also es muss sehr ausgewogen sein. Ja? Heinz. Das Mikro geht nicht, dann verstehen die hinten nichts. Die Frage ist. Nee, das muss übers Mikro laufen, sonst können die Übersetzer nichts hören. Hallo? Jetzt geht's. Okay. Da hat einen Wackelkontakt oder was? Ein. Sie hatten gerade. Sie hatten gerade gesagt, der Zuschauer will das so. Und das ist für mich jetzt die ganz entscheidende Frage. Wenn wir jetzt vergleichen, der Deutschlandfunk hat ja einen relativ guten Erfolg mit einem anderen Konzept. Und das ist für mich jetzt eine Frage an Sie. Ist es so, wie Sie es gerade dargestellt haben, oder gibt es da nicht 0 und 1, sondern gibt es da was dazwischen? Ja, es gibt sicherlich was dazwischen. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass der Zuschauer so will. Ich habe nur gesagt, für die Sendung ist eine längere Erklärung ein Totschlagargument. Das heißt, die Leute gehen einfach raus und gehen auf einen anderen Sender. Das will der Sender, meinetwegen das ZDF oder auch ein anderer ja nicht. Der will ja, dass die Leute dranbleiben. Das ist ja das Entscheidende. Portale wie Dreisat, Phoenix, wie der Deutschlandfunk, das sind natürlich Portale für ein bestimmtes Publikum, da haben Sie völlig recht. Aber das ist ja ein Publikum, was, ich sage einmal, vor allen Dingen akademisch geprägt ist. Die Leute sind auch wichtig. Aber der große Anteil der Bevölkerung ist ja zum Beispiel nicht unbedingt so akademisch geprägt oder will sich, also wenn ich Phoenix einschalte oder den Deutschlandfunk, dann will ich ja auch informiert werden. Das ist ja gar keine Frage. Dann will ich auch gute Erklärungen haben. Aber bei den anderen Portalen, die wir haben, ist vielleicht dieser Wille so genau oder so umfangreich, umfassend informiert zu werden, nicht so da. Und dafür gibt es natürlich auch immer, wie soll ich sagen, es gibt extra Berichte. Gerade im Heute-Journal versucht man ja bestimmte Dinge zu vertiefen und auch mal politischer Art oder naturwissenschaftlicher Art zu erklären. Aber das ist eben immer etwas eingeschränkt. Ja, wir leben immer in einer Zeit der Nicht-Zeit oder sagen wir mal, man hat keine Zeit. Man muss viel reinpacken in diese kurzen Zeiten. Und das ist ein bisschen die Krux bei Radio, bei Fernsehen und nur eben einige Sender, die sich tatsächlich darauf verlegen, wie Phoenix, die eine ganze Bundestagsdebatte übertragen, hat man dann eher die Chance. Ansonsten ist es ja schwierig. Es ist auch für mich schwierig, einen komplizierten Sachverhalt kurz zu erklären, weil ich einfach oftmals nichts voraussetzen kann. Ich kann bei den Zuschauern bestimmte meteorologische Dinge nicht voraussetzen. Und das ist dann immer die Schwierigkeit. Ja? Und man will, es geht ja darum, die Zuschauer am Ball zu halten. Das ist ja auch etwas. Ja? Man will die, bei Hallo Deutschland sind es vielleicht 500.000, die nachmittags zuschauen. Die will man ja behalten. Und nicht, dass noch nach 10 Minuten der Sendung 400.000 raus sind. Weil, zu langweilig. Ja? Dann kann man argumentieren, aber die
100.000, die haben jetzt diese Erklärung mitgekriegt. Nee, das ist, da sind sie bei Fernseher, also ich bin da jetzt nicht so ein Fernsehmann, aber da sind sie bei den Fernsehleuten völlig falsch. Da geht es eben auch um Quote, auch im rechtlichen, öffentlich-rechtlichen. Ja. Ganz herzlichen Dank, auch wenn das natürlich eine ernüchternde Bilanz ist. Wobei ich an dieser Stelle wieder mal frech eine Bemerkung machen möchte, was das universitäre Umfeld in Deutschland anbetrifft. Auch an den Universitäten gibt es schon seit vielen Jahren einen Trend, der mehr Masse statt Klasse heißen könnte und wo eben auf Hochschullehrer zunehmend Druck ausgeübt wird, die Durchfallquoten sinken zu lassen. Und das, obwohl die Bevölkerung auch im statistischen Durchschnitt nicht unbedingt klüger wird oder geeigneter, bestimmte Studiengänge zu studieren. Wir machen uns als Gesellschaft auf vielen Ebenen etwas vor. Und vielleicht sollte man darüber auch mal nachdenken. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Thiersch, für diesen hochinteressanten Vortrag. Und,